So, das einzige wirklich schwierige Level aus der ganzen Orange Star-Reihe. Man sieht es an der Anzahl der Sterne, die für dieses Level hergegeben wurden. Das sind ganze 8. Die hat es auch verdient. Weil dieses Level einfach nur scheiße, normal glücksabhängig ist, ob man es schafft oder nicht. Und ich brauche hier für Max. So, die Mission kennen wir ja schon. Und mit glücksabhängig meine ich das insofern, weil er eben seine Einheiten jedes Mal anders bewegt. Die hier stört mich am meisten. So. Kriege ich jetzt leider nicht beide. Allerdings stört mich der Kopf da sowieso mehr. Gott, nee, er hat einen Bomber. Ja, zum Glück bewegt er ihn nicht in meine Richtung. Es ist wie gesagt ziemlich random, wie er das hier macht. Der hätte ihn genauso gut in meine Richtung bewegen können. Hier, der muss besetzen. Du haust drauf. Und agierst vor allem hier mal als Meat Shield. Gut, der Jäger stört mich jetzt nicht wirklich. Ist eh egal. Eigentlich muss ich mich um das Zeug da unten gar nicht kümmern. Tu es nur, damit er abgelenkt ist.
Der Neo-Tank. Läuft ja gerade besser als erwartet. Den schieße ich ihm noch runter. Da oben gebaut. Kriege ich die mit einem Hit kaputt? Ja, kriege ich. Will ich aber auch nicht kampflos aufgeben. So. Oh, verdammt, der war in Reichweite. Ich glaube, das kann ich neu starten. Der Neo-Tank da oben hat sich... war zu nah. Okay, Moment. Das machen wir... nochmal. So. Wie gesagt, das Ganze ist ziemlich random, ob man das überhaupt schaffen kann oder nicht. Dann blockiert man natürlich auch gleich das Raketensilo. I hate you. Schieß mir den Kopter hier runter.
4 HP kann er mal nichts mehr. Kommt der Bomber. Hier rauf. Kommst du hier hin? Arbeiten wir den Späher hier schon mal. Das reicht sogar. Sehr schön. Mehr Infanterie. Ist er ziemlich passiv da oben. Das Random-Verhalten von dem ist manchmal etwas zu random, finde ich. Und jetzt lässt er mich gerade alles machen. Ja, jetzt habe ich ihn anscheinend getriggert. Jetzt kommt er langsam auf mich zu. Er nimmt mich zumindest schon mal wahr. So. Ein Flakgeschütz gecovert von einer Menge Infanterieeinheiten. Die Frage, was machst du jetzt mit dem Neotank? Bewegt ihn darauf, das gefällt mir nicht. Na gut, dann sollte ich es halt bestenfalls in 2 Runden beenden.
wirklich was kaputt kriegen tue ich von ihm zwar jetzt nicht unbedingt, und das wird jetzt höchstwahrscheinlich auch ein B-Rang wegen Powerscore, aber... Mal schauen, vielleicht kriege ich hier ja noch einen Panzer kaputt, mit ein bisschen Glück. Ich glaube es eher nicht. Nope, das wird nix. Die Mech kriege ich hier auf jeden Fall noch kaputt. Na dann. Das wird ein B-Rang. Weil Powerscore gefehlt. Und damit haben wir Orange Star mal wieder geschafft. Ach, der Dialog ist so schön, dass ich den eigentlich nur mal durchlesen will. Allein schon wegen Grid. Ach ja, ich werde ihn aber jetzt nicht vorlesen. Allein wegen diesem Kommentar finde ich diesen Dialog schon viel zu genial. Ja. Hier kommt der Colin ja zum ersten Mal. So. Aber ich glaube, ich mache jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause. Ich habe Orange Star jetzt durchgemacht. Blue Moon ist in der nächsten Aufnahme dran. Oh, und Yellow Comet. Ach stimmt, die sind ja auch noch da. Dieser Dialog ist auch so toll. Wegen diesem Kommentar hat schon mal jemand da war irgend so ein tolles Würfelspiel eine Zeit lang mal aktuell, und da hat jemand eine Karte erstellt wie diese Karte hier halt, nur eben ja halt mit den Spielregeln, und eines der Gebiete, ich meine, das war dieses Gebiet hier oben, nannte er Kanbais Imperial Sock Factory, und das fand ich einfach übelst genial, allein wegen diesem Kommentar. So. Und hier kommt der Sensei noch dazu. Ich bin am überlegen, ob ich Yellow Comet hier mal wieder vor Blue Moon machen soll. Einfach weil ich dann für die Fabrikmission von Blue Moon das volle Arsenal von Kanbai zur Verfügung hätte. Daher mache ich in der Advance-Kampagne meistens Yellow Comet vor Blue Moon. Aber genug davon, ich mache jetzt eine Aufnahmepause, habe ich schon wieder 2¾ Stunden aufgenommen, und ich habe eh schon wieder viel zu viel vorproduziert. Ich meine, momentan ist noch nicht mal das Advance Wars Dual Strike LP fertig. Es ist vor 2 Tagen, glaube ich, ist die 23. Folge von Advance Wars Dual Strike Advance-Kampagne rausgekommen. Und ich habe schon wieder viel zu viel vorproduziert. Genau wie bei meinen anderen Projekten. Naja, egal, bevor ich jetzt noch weiter labere. Ich beende den Part hier. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Viel Spaß bis dahin. Macht's gut.